Fakultät für Zahnmedizin. Seit Juli 2012 ist die AFSI-Fakultät für Zahnmedizin in Betrieb und begann mit der Annahme seiner ersten Studenten im akademischen Jahr 2018/2019. Insgesamt 276 Studierende setzen ihre Ausbildung in den Phantom- und präklinischen Labors fort, die sowohl in unserem Gebäude in der Innenstadt als auch im SOPA-Gesundheitskomplex mit moderner und aktueller Ausstattung ausgestattet sind. Unsere Ärzte, die in der Lage sind, diagnostische und Patientenbehandlungsdienste mit modernster Technik durchzuführen, indem sie alle Einrichtungen in der Zahnmedizin nutzen, haben eine Mission, sie in den Gesundheitsbereich mit dem Geist des Teams zu bringen und mit Erfahrenen und erfahrenen Mitarbeitern und Studenten zu kommunizieren, die Rechte ihrer Patienten und Kollegen zu respektieren, im Einsatz der Zahnmedizintechnik voll ausgestattet zu sein und ethische Werte zu respektieren. Unser dreistöckiges Fakultätsgebäude bietet 5.410 nutzfächliche Fächer. Es gibt drei Forschungslabor und ein Prothetiklabor in unserer Fakultät. Es gibt ein Zahntomographie, zwei Panorama und drei peripherische Röntgengeräte in der Abteilung für orale, zahnärztliche und maxillofale Radiologie. Unsere Fakultät, die 1 Professoren, 20 Doktormitglieder und 39 Forschungsassistenten in seinem akademischen Personal hat, hat 8 Klinik, 58 Einheiten und 2 Operationssäle. Außerdem sind in unserer Fakultät 43 Verwaltungsmitarbeiter beschäftigt. Die Diagnose von Krankheiten in der Grundstein der Zahnarztpraxis. Zunächst einmal in der Zweck, die Quelle der Beschwerde des Patienten zu bestimmen. Das Vorhandensein und die Ergebnisse von systematischen Erkrankungen beim Patienten werden bewertet. Auf diese Weise werden nicht nur die vorliegenden Beschwerden, sondern auch die Regionen, die in Zukunft Probleme verursachen können, unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation des Patienten als Ganzes bestimmt. Röntgen- und erweiterte Bildungstests werden bei Bedarf für Diagnose und Behandlung ausgewertet. Individueller Behandlungsplan wird erstellt und die Patienten werden zu den Kliniken geleitet, in denen diese Behandlungen durchgeführt werden. Abteilungen der Fakultät für Medizin. Lehrstuhl für Mund-, Zahn- und Kieferchirurgie. Lehrstuhl für orale, zahnärztliche und maxillofaziale Radiologie. Lehrstuhl für Endodontie. Lehrstuhl für Kieferorthopädie. Lehrstuhl für Pädodontie. Lehrstuhl für Parodontologie. Lehrstuhl für prothetische Zahnbehandlung. Lehrstuhl für restaurative Zahnbehandlung.